Max hat lange an seiner Zeitmaschine gebaut. Endlich ist sie bereit. Schon lange wollte er in das Mittelalter. Er stellt das 14. Jahrhundert ein und los geht es. Hallo? Wo bin ich und wer bist du? Huch! Ich bin Erika. Ich bin Mägdin bei Gräfin Koks, die Herrin dieses Landes. Ich bin verantwortlich für die Küche. Küche? Gibt es hier überhaupt was zu essen? Ich dachte, die Leute im Mittelalter sind arm und hungrig. Ach, hör mir auf, du bist ja einer. Komm mit, ich zeig dir mal, was es hier gibt. Unser Zeitreisende dachte tatsächlich, dass Leute im Mittelalter wenig zu essen hatten. Doch die Realität sah oft ganz anders aus. Hier muss man erst einmal sehen, wann wir uns im Mittelalter befinden. Das, was wir als Mittelalter kennen, dauerte von ca. 500 bis ins Jahr 1500. Max ist ins Spätmittelalter gereist. Hier weiß man auch am besten, was die Leute gegessen haben, weil es hier eine bessere Quellenlage gibt. Hier sind einige Bild- und Schriftquellen überliefert, die uns Auskunft geben, wie die Menschen damals gegessen haben. Wie ihr vielleicht wisst, war die mittelalterliche Gesellschaft seit dem 11. Jahrhundert in Stände aufgeteilt. Wie wir hier auf dem Bild sehen können, gab es den Stand des Adels, des Klerus und den Stand der Bauern. Wie damals gegessen wurde, ist daher nicht so leicht zu beantworten, denn jeder Stand aß ein bisschen anders. Doch schauen wir uns einmal an, ob Max mittlerweile mehr herausgefunden hat. Wow, das sieht ja gut aus. Die Gräfin, die isst regelmäßig Fleisch, wie Rind, Schwein, Schaf, Ziege und Wild, sowie Fisch. Das alles mit edlen Gewürzen und manchmal sogar importierte Feigen und edle Dinge wie Ingwer. Und dazu gibt's frisches Brot und Wein. Oh, lecker. Essen ja alle so? Nein, du Dummerchen. Nur die Leute, die hier auf der Burg leben. Wir, die hier arbeiten dürfen, dürfen auch die leckeren Sachen mitessen. Natürlich essen wir nicht immer so viel wie die Herren, aber es geht uns gut. Aber draußen können sich solche Sachen nur Adlige, Reiche oder der Klerus, also Geistige, leisten. Das einfache Volk isst ganz andere Sachen. Die Bauernspeise stammt fast ausschließlich aus Produkten des eigenen Anbaus und der Viehzucht und war für 90-95% der Bevölkerung Realität. Sie aßen pflanzlich, sauer, fade, eiweiß- und fettarm. Mit anderen Worten, die Speisen schmeckten nicht besonders. Für unser heutiges Empfinden vermutlich noch weniger. Durch Missernten gab es immer wieder Versorgungsprobleme oder Hungersnöte, da die Möglichkeit fehlte, den Bedarf durch Nahrungsimporte zu kompensieren. Hauptnahrungsmittel war eine Art Getreidebrei, bestehend aus Wasser, Getreide, Kräutern, Honig und etwas Obst. Hungersnöte? Das ist ja schrecklich. Ja, leider. Immer wieder kommt es in einigen Gebieten zu Getreidemangel. Das ist vor allem für die schlimm, die meistens sich von Getreide ernähren. Das hängt sehr vom Wetter ab und wo du wohnst. Die Menschen im Mittelalter waren sehr stark von den natürlichen Bedingungen abhängig. Im Norden und in den Alpen des deutschen Sprachraums wurde mehr Vieh gehalten, während im Süden vermehrt auf Getreideanbau gesetzt wurde. Dabei wuchs im Norden eher Roggen und im Süden eher der Weizen. Bei einer schlechten Ernte waren also die Menschen in einigen Gebieten mehr betroffen als andere. Na gut, dass deine Gräfin immer essen kann, was sie will. Naja, fast immer. Sie muss sich schon an die christlichen Gebote und Zeiten halten. Zur Fastenzeit gilt auch für die Herren Fisch statt Fleisch. Falls Gott uns strafen sollte und die Ernten dieses Jahr verderben oder das Vieh stirbt, dann kann auch die Herren nicht mehr festlich speisen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns stets an die Gebote halten.
damit er immer über uns wacht. Denn so heißt es schon im Vater unser. Unser täglich Brot gib uns heute. Der Herrgott deckt mit seiner Gnade unseren Tisch, doch kann er ihn auch wieder nehmen. Oh, wow. Man muss so viel bedenken, wenn man wissen will, was Leute im späten Mittelalter essen. Herkunft, Wohnort und nun auch noch die religiöse Fastenzeit. So viele Regeln kenne ich beim Essen nicht. Obwohl... Meine beste Freundin kommt aus einer muslimischen Familie. Die essen leckere Sachen, die ich selbst nicht von zu Hause kenne. Während des Ramadans fastet sie und ihre Familie auch, so wie manche Christen noch heute vor Ostern. Essen verbindet uns alle. Wer verbringt nicht gerne Zeit mit seinen Freunden, während ihr euch eine Tüte Chips teilt? Das war schon immer so. Im Mittelalter definierte deine soziale Gruppe, also der Stand, was die Menschen aßen und mit wem sie es aßen. Wie im Hintergrund zu sehen, gab es große Festessen für die oberen Stände und ebenso fröhliche Feste auch bei den Bauern. Beim Essen wurde geredet, vielleicht sogar gesungen und Späße gemacht. Nahrung bestimmt eine Gesellschaft und die Gesellschaft bestimmt die Nahrung, die sie zu sich nimmt. Wenn man sich anschaut, was die Leute gegessen haben, kann man einen kleinen Blick in das alltägliche Leben der Vergangenheit werfen. Schon deshalb ist es besonders spannend, sich mit Essen zu beschäftigen. Alles nach dem Motto, du bist, was du isst. Wie wir eben erfahren haben, war es eine Frage der Zeit, des Standes und Wohnortes, der im Mittelalter darüber entschied, was auf dem Teller landete. Vielen Dank. Und den ganzen Gerede über Essen habe ich voll Kohldampf bekommen. Vielleicht macht mir Mama zu Hause eine Pizza heiß. Was ist denn eine Pizza? Ah, ich muss jetzt wirklich los. Zeitreisen sind leider noch nicht möglich. Aber es eröffnen sich immer wieder Möglichkeiten, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Archäologen finden regelmäßig bei Grabungen Überreste der kulinarischen Kultur unserer Vergangenheit. So werden Gefäße gefunden, in denen Nahrungsmittel aufbewahrt wurden, Besteck und Geschirr, von denen die Menschen gegessen haben, oder Feuerstellen, Speicher und andere Orte, an denen Menschen gelebt und gegessen haben. Zusammen mit den erhaltenen Bild- und Schriftquellen lassen sie uns verstehen, was längst vergessen war, und allein das ist ein wenig wie eine Zeitreise.